Mr. Krabs und ich freuen uns auf eine weitere Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Tag. Tatsächlich haben wir hier diesen Typen entdeckt. Und tatsächlich hat er einfach die Synchronstimme von Mr. Krabs bzw. Benjamin Blümchen. Wir haben das letzte Mal Aufgaben bekommen. Und zwar die Strahlenstadt retten. Die befindet sich hier oben. Das ist die da vorne. Und da steppen wir jetzt gleich mal hin. Aber ich will mich hier umgucken. Es sieht alles so schön aus. Ich weiß nicht, ob ich da hin soll. Dann. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall eine Cannon. Aber die ist zu. Ah! Er verfolgt uns. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn er uns verfolgt oder nicht. Aber ich sag mal so, grundsätzlich sind Bob-Bombs keine schöne Sache. Der ist auch dies. Da ist auch noch einer. Mein Gott, es gibt hier so viel zu erkunden. Nee, ich glaube es nicht. Ein Pilz! Wir haben letztes Mal Geld bezahlt. Oh, der kommt in die Itemtasche. Es gibt ein... Oh. Hier geht's nicht weiter für uns? Nein, scheinbar nicht. Aber wir haben oben links haben wir so eine Map, wo wir lang können. Ey, ich bin immer noch so unfassbar gehypt auf dieses Game. Ich liebe es. Sollen wir uns schon mit so welchen... Oh, Redcoin Challenge. Aber natürlich. Wo muss ich lang? Hier? Nein? Komm schon, bitte. Oh mein Gott, wir haben's. Wie sehen die Kisten aus? Ganz futuristisch. Und was bringt uns das? Okay. Eine Waffe. Zass. Du bist der Händler, von dem uns erzählt wurde das letzte Mal. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt. Ey, schaut die letzte Folge an. Täuschen mich meine audiovisuellen Empfangsgeräte. Und dann sehe ich hier ein paar anspruchsvolle Kunden mit einem feinen Gespür für gute Qualität. Meine gewöhnlichen Kunden leiden an Wertblindheit, wie ich es nenne. Könnt aber auch gerne bei mir einkaufen, ein bisschen Geld da lassen. So, nein, möchte ich nicht. Ah, komm jetzt, bisschen hier. Ich bin auch hier. Und ich habe auch Teamheilung und... Frage die. Was ist das? Gibt es jetzt doch? Warum ist das Schuss? Er kostet 7 Sonnenpunkte. Keine Ahnung, was die Sonnenpunkte bedeuten. Ich werde auch keine 100% in dem Spiel machen, also vergesst es komplett mal wieder. Dieses Spiel ist größer als ich und ich bin schon sehr groß. Sag, wie es ist. 1,90 habe ich drauf. Hört doch auf, immer Story zu machen. Ich habe noch keine Tastenkombination dafür. Shazam, da bin ich wieder zurück, Shazam. Das Wort, das wir auch schon im DK-DLC sehr, sehr häufig benutzt haben. Ich bin so hyped. Team verwalten. Mit Y. Ja, tun wir das doch. Ich werde wahrscheinlich mit der Steuerung komplett aufgeschmissen sein, aber mal gucken. Du kannst deine Helden ansehen. Ja. Ah, mit den Pfeiltasten. Okay. Mario ist vielseitig und kann mehrere Gegner anvisieren, denen er mit abwechslungsreichen Angriffen Schaden hinzufügt. Will wissen, was dieser Reflex ist bedeutet. Also, wenn wir zu 200% sicher ist, bedeutet, dass wir irgendwas reflektieren können. Aber Rare Peach zeigt vollen Einsatz, indem sie die anderen Helden hält. Wir können nur zwei im Team haben? Aber wir haben jetzt letztes Mal mit Rabbit Peach gekämpft. Jetzt kommt Luigi ins Team. Jetzt haben wir auch den neuen Spark. 20% des Schadens, den der Held abbekommt, wird auf den Angreifer zurückgeworfen. Strong! Und diesmal spielen wir halt auch einfach als Luigi. Let's go! Luigi hat sehr wichtig. Ich kann euch aufheben. Okidoki!
Oh mein Gott, oh mein Gott! Da hinten sind welche. Euch habe ich gesehen. Wie krass, seht ihr diese roten Ränder? Da seht ihr ungefähr, wo sich Gegner befinden. Strong. Ich sag mal so, ich stelle mich dahin und... Kann man den zweiten auch auswählen, wo der hingeht? Weil ich finde das doof, dass der auf die Goombas geht, weil die Goombas sind halt mit einem Dash weg. Luigi! Treffe ich den denn zu 0%? Oh, bitte, 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 9 Stück. Ja! Wowie, zowie. Er scheint sehr genau im Nehmen zu sein. Ich weiß nicht, ob wir treffen, wir schauen's. Nein, er hat einen Bogen. Komm, zünden wir noch den Spark? Weil Luigi steht schon sehr offen. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Mario kann noch die Heldensicht, aber die lohnt sich hier halt wirklich nicht. Wir switchen und ja, es geht immer noch schnell weiter. Es ist wunderschön. Ich trink mal was, während die Gegner hier mal machen. Sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Also einen Dorneneffekt, den wir einfach haben, so wie in Minecraft oder in anderen Spielen. Ja, Damage taken tun wir ordentlich. Okidoki. Okidoki. Mario, du hast eine so wunderschöne Liebe. Ja, man kann den zweiten wirklich zielen. Ich wusste das nicht. Es tut mir leid, Leute, ist noch alles so neu. Okay. Let's go. Also wenn er sich wirklich bewegt, ist er halt selber schon. Wir haben wieder diese Strong-Animation. Zack, Peng, Explosion und Feuerwehr. Ich sag's euch, Leute. Wir switchen zu Luigi. Der auch noch walken kann. Der wird erstmal. Oha. Ist jetzt aber nicht gut. Luigi kann sehr weit laufen. Wir kümmern uns erstmal um den Kollegen hier. Oh yeah. Oh, wir haben das aber auch. Stopp. Dann rennen wir mal da hoch. Das ist so cursed mit diesem Rennen. Zack, hoffen, machen genug Damage und zünden auf jeden Fall noch unseren Eisenblick. Heißt auch genauso wie im ersten Teil. Wunderbar. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, Leute, schaut den auf jeden Fall nach. Und ja, macht das halt. Ist halt auch so ziemlich Damage Taker das Spiel. Fertig, oder? Da sehe ich uns, Leute. Der Sieg ist unser. Ich muss das hier wegstellen. Ich muss ja nicht auf die Uhr gucken. Alle haben eine Stufe. Strong. Ich habe keine Ahnung, was der Stufenaufstieg bringt, aber wir tun mal so, als wäre es krass. Boah, einfach einen Stufenaufstieg bekommen, Leute. Dafür mal ein Like da lassen, Guys. Fertigkeiten Prism erhalten. Also, Bubbles halt. Für den Skilltree. Ja, das kriege ich hin. Da wir, glaube ich, auch zwei Rabbits im Team haben können. Ich sag mal, Mario ist hier der Allrounder. Mit dem sollten wir anfangen. Mehr Leben. Längere Flugzeit. Bessere kritische Treffer. Oder mehr Schaden. Wir müssen ja gucken, was hier das Krasseste ist, was man bekommen kann. Ja, Doppelsicht. Das ist so strong. Das ist so strong. 100% Schaden. Ein erstes Ziel sicher besiegt. Yo. Ein Stampfer wäre halt strong. Ey, wir haben hier sogar Animationen.
Ich sitze halt davor. Oh, Heilung nach der... Boah, alles ist so strong. Glaubt nicht, dass es am Anfang jetzt so schwer wird. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich hab's getan. Erlernen. Hab ich doch. Das braucht zwei. Die brauchen alle mehrere? Okay. Aber wir haben das jetzt schon mal sozusagen reserviert, damit wir wissen, okay, der zweite Punkt sollten wir da rein investieren. Und da haben wir auch schon einen hier beseitigt. Jetzt wird hier lecker schmecker eingesammelt und weitergesprintet. Siegfried will kein Spielverderber sein, Sportsfreunde, aber alle Wettkämpfe sind aufgrund des Wetters abgesagt. Okay, aber du scheinst irgendwas Wichtiges für uns zu haben. Vielleicht muss man hier später nochmal zurückkommen. Ich stelle mir das so vor wie das krasseste RPG Bogota West. Hier gibt es Safe Münzen, die spawnen. Ja, guck mal. Der Profi, der weiß das schon wieder. Kann man Rabbits wieder angucken? Nö. Das Wasser sieht nicht so schön aus wie im ersten Teil. Das ist ein krasser Kritik. Aber nun, wo laufe ich eigentlich lang? Was bist du? Scheint irgendwas zu sein, was ich noch nicht... Ich kann hier nicht runterfallen. Das ist schon mal wichtig. Diese Röhren, die sind alle verschlossen. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Du bist Prinz Goomba da vorne. Also sorry, Kollege. Wie? Der Goomba mit dem Topf auf dem Kopf? Man kann die Dash nicht... Wow! Ich weiß gar nichts, Leute. Es tut mir so leid. Hallo? Der Green... Ziemlich weit weg. Heißt jetzt aber nicht, dass du hier Faxen machen darfst, Kamera. Nee, Luigi muss jetzt nicht unbedingt hier halt werden. Bei Goombas ein paar. Komm, wir zünden. Erstmal einen Luma, komm. Oh, dashen oder schießen. Aber der Dash oder macht der Schuss mehr Schaden? Versuch mal, dass der andere auf ihn geht. Komm. Oh yes, das war ein stronger Schuss. Die haben aber so viele Leben auf einmal. Was ist mit euch los? Finde ich gar nicht nice, dass sie Leben haben. Ich nicht nochmal dashen, einfach so. Nein. Okay, man kann nur einmal dashen. Taktik? Kamera auf... Oh, oh, oh. Der Panzergumma trägt einen Kochtopf auf dem Kopf. Durch den er vor Waffen und physischen Angriffen geschützt ist. Um ihn zu bezwingen, muss er über die Grenze des Schlachtfelds geworfen werden. Er kann auch mit Windstoß oder Spritz super effekt dorthin geschickt werden. Okay, das heißt dashen und aufheben. Ja, stupid. Ich habe keine Ahnung, wie weit der laufen kann. Ich sag mal, wie es ist. Ich hoffe mal, der ist dau. Jetzt wird's ganz akritisch. Jetzt darf sich nur gleich kein Goomba bewegen. Nein, ich wollte nicht den normal... Wieso können Goombas so weit laufen? Dachte gerade. Oh. Ich hab die da oben nicht gesehen. Ja, mach doch schneller jetzt! Muss jetzt jeder Goomba einmal laufen. Die Schlacht ist verloren, wenn einer stirbt. Oha.
Ja, das wird mein Untergang werden. Das wird mein Untergang. Oh mein. Ich will das, ja. Ja, so den Rest lasse ich mal so. Keine Ahnung, was der Rest ist. Na, coole Idee, wird es wohl anders rein. Ich stehe mal auf einfacher. Judged mich später. Aber ich wurde nach meiner ersten Runde komplett aus dem Leben gerissen. Sag mal so, also. Oh yeah! Den Glück erstmal weggedasht, du bist ganz fertig. Komm, jetzt zünd doch mal hier schön die Crits raus, Mann. Nein. Ach, Luigi, so. Will so ein Kochtopf-Goomba eigentlich mal dashen? Aber ich dash jetzt den hier. Ja. Ist das so ein Schnipper? Okay. Ich hätte vielleicht den Luma zünden sollen. Aber das sieht nach einem Treffer aus. Aber so safe. Kann ich noch was machen? Nein. Aber Mario. Mario, du zündest so safe die Helden sind. Du bist gerade gestorben. Das Spiel wird, glaube ich, krass herausfordernd. Wir kriegen doch keinen Schaden. Ist nicht euer Ernst, dass Luigi gleich tot ist. In welcher Welt? Bin ich echt so schlecht? Kümmere mich mal darum. Wir sehen uns gleich wieder. Kann es sein, dass diese 10 über dem Goomba bedeutet hat? So eine These. Dass wir vielleicht mit Level 2 bisschen unter dem Level sind. I guess. Aber halt auch nur ein bisschen. Oh, da ist so ein Cube. Wartet mal. Könnten wir doch hier einsetzen? Nein, nein, nein. Da vorne. Eben. Und dann sollten wir uns mal auf die Main Quest konzentrieren. Ich glaube, Side Quests sind eher so. Side Quests. Lustig. Aber ich glaube, wir müssen echt auf die Level unserer Gegner und auf die Level von uns achten. Scheint eine Rolle zu spielen. Die Rollen sehen so. Röhren sehen so wunderschön aus. Bingo. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Oder heulen soll. Nee, Stufe hier ist mir zu hoch. Ja. Tschüss. Ich komme hier nicht weg. Oh. Ob ich da wegkomme. Rennen wir mal zurück und... Wir machen jetzt erstmal storytechnisch weiter, weil ich wirklich, also... Ich glaube, wir sind einfach für den Kampf noch zu underleveled. Es gibt so viel zu erkunden, das macht mir voll Angst. Wir laufen jetzt hier storytechnisch durch. Ohne einen Kampf anzuzetteln. Ganz entspannt. Hier hoch. Da ist... Die Story. Das ist actually ein bisschen dumm, wenn ich das swipe.
Das ist halt einfach viel zu episch dafür, dass es nur ein Bob-Omb ist. Also sorry, Nintendo oder Ubisoft. Aber ey, fühl ich. Besiege alle Gegner. Soll ich halten? Okidoki. Okidoki. Take das. Wirf. Weg da. Gar nichts ist der Gegner. Kann ich nochmal was aufheben? Nein. Achso, weil das als Dash zählt. Da ist, glaube ich, strategisch smart, so zu spielen. Könnte vielleicht den da hinten hitten? Nee. Aber wir können ja noch mit Luigi laufen. Brothers! Ich habe ihn nicht getroffen. Das ist nicht so schlimm, weil... Ja, ich mach mal so. Und so. Genau, wenn er angelaufen kommt, ist er halt weg. Ich werde auch gleich die Schwierigkeit wieder hochstellen, Leute. Ich habe gerade nicht dran gedacht, es tut mir leid. Ja, und dann... Let's go! Als ob er nicht... Ganz ehrlich... Dich throw ich so weg! Wunderbar, Schlacht ist gewonnen. Erfahrungspunkte geholt. Richtig. Ja. Bis jetzt ist das Game extrem überzeugend. Gut, dass ihr die Mob beseitigt habt. Ich bin kein Tod, aber rede trotzdem so. Baba, ich meine... Boah! Ich dachte schon, er macht Kaboom. Mit der armen Kreatur, die ich gefunden habe. Ich synchronisiere die anders, es tut todesweh. Nur die Sonne kann die Tür zum Leuchten... So reden die safe nicht. Nur die Tür zur Leuchtung kann ihr aufschließen und dann ist halt Sonne und so und das ist halt voll krass und normalerweise. Aber zurzeit ist halt nicht so und das kluge kleine Kerlchen kann Licht machen. Seht her, ich zeig's euch. Ein neuer Spark! Ohoho! What are you doing, man? Lass doch Augi in Ruhe oder Eugen. Puste. Ja. Ich gehe einfach da lang und ignoriere alles, was ist. Du kannst nicht da rein. Diese Welt, sie ist viel zu groß für mich. Großvaters Keller steckt voller Geheimnisse. Und einer merkwürdigen Tür. Wir wissen ja, bei dem Typen gibt es sowas zu kaufen. Oh mein Gott, was ist das? Gibt es Rätsel? Es muss Rätsel geben, sonst fange ich an zu heulen. Wir können ziehen. Wir können nach links bewegen. Cool, dude. Okay, wir machen weiter, wir machen... Ich wollte nicht runterklettern. Klettern ist nicht so meine Stärke. Es ist so ein wunderschönes Spiel bis jetzt. Und es ist groß und das macht mir Angst tatsächlich. Ich will hier kein 200-Part-Projekt starten. Wobei ich es halt cool fände, wenn das Spiel... Je länger das Spiel, desto besser. Aber wir kamen doch von hier. Müssen wir nicht hier lang? Ich will mich hier trotzdem mal ein bisschen... Hier scheint ein Gegner zu sein irgendwie. Nach. Ach, teleportieren kann man sich scheinbar auch. Ich gehe da safe nicht rein. Wie sehe ich denn aus? Ich bin nicht lebensmüde. Nein.
Hier ist noch Geld, das nehme ich mal mit. Ich glaube, Geld kann im Spiel tatsächlich mal richtig wichtig werden. Also, was heißt tatsächlich mal? Ich glaube, es war vorher auch wichtig, aber halt... Vorher war es nur für Waffen. Hier kann man sich ja Items und alles kaufen. Mit A. Dieses Herunterspringen, dass das eine extra Tastenbelegung hat, ist bis... Wo müssen wir lang? Nach da links. Warte, ich gehe auf den Weg. Auf dem Weg, habe ich gehört, sind keine Schmob-Oms. Hier links ist anscheinend einer von mir. Oder da oben. Okay. Da ist einer, da vorne. Moin! Level 2. Cool. Können wir die dann auch irgendwann einfach instant wegdashen? Wenn wir strong enough sind. Der ist auch Stufe 2. Dann machen wir doch den noch. Oh, dann sind wir auch schon bald wieder am Ende der Folge. Oh, das geht so schnell. Schlag auf Schlag. Okay, die unterste Sprosse. Besiege harte Gegner. Das sollten wir doch hinkriegen, Leute, oder? Lasst mal ein Like da, komm. Einfach dafür, dass ich das jetzt hier... Ja, eben, guck mal, wie viel Damage wir den direkt machen. Sollte mich hier hinstellen. Der eine da und der andere. Da kommt so ein schöner Double Shot. Ui, wunderschön. Ui. Auf jeden Fall. Zündig ist das Mindeste. Die Animationen sind echt cool, aber unnötig. Also nach 10 Mal gucken, weiß ich nicht. Aus dem Weg! Da hinten ist ein Schmob-Omp. Das trotzdem mal. Warum denn nicht? Also. Sieht strong aus. Kann die da oben treffen? Den könnten wir treffen zu 50% und wir treffen natürlich nicht. Das war ja klar, Mario Rabbids Regeln. Man kennt's. Ja, dass die Bombe getroffen wurde, finde ich nicht so nice. Mario schießt doch auch. Mario? Dachte schon. Schönes Ding, Mario. Schönes Ding. Oh, wir können die Kamera 360 Grad drehen. Das macht mir Angst. Er ballert auf Luigi. Stupid. Ich habe die Schwierigkeit immer noch nicht erhöht. Zur nächsten Folge hin werde ich safe dran denken. Ich laufe erstmal mit Marius. Marius kann hier einen nice Dash raushauen. Als ob das so eine 50% ist. Als ob beide Zero sind. Positioniere mich ganz sicher woanders hin. Ich kann nach da oben steppen. Ja, treffe ich den da unten. Strong. Smart gespielt mit dem Bob-Amp, dass er den Typen hier noch bekämpft und besiegt. Ich stehe jetzt halt offener rum als eine Laterne im Regen. Als ob ihr nur 50%... Also, okay, aber nur der direkt vor uns. Ich mach trotzdem mal dieses Spiegelsystem und wir gucken, was die Gegner machen. Kann Mario noch was machen? Lohnt sich nicht. Sehr schön. Schlacht gewonnen? Ach, wir mussten ja nur 8 besiegen. Baha! Wunderschön. Schön, der Stufenaufstieg. Okay, alle steigen eine Stufe auf. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Dadurch steigt wahrscheinlich auch unser Angriff, weil es wird wahrscheinlich nicht verschiedene Waffen in dem Spiel geben. Habe ich das richtig verstanden? Wir haben nämlich noch keine neuen Waffen gefunden. Ey, habt ihr mitbekommen, dass es ein Rayman DLC gibt? Strong! Das ist von... Nee, ich wollte Mario. Genau. Weil Mario jetzt endlich... Ja, kritische Treffer machen kann. Shazam! Haben wir jetzt zweimal reingeskillt.
I see. Will ich mehr Leben? Ich weiß es nicht. Wir können bis zu fast 1000 Leben haben. Oder halt die Heldensicht stärker. Ist halt auch die Reichweite. Ach, es gibt so viel, was ich machen will. Aber wenn wir für jeden Kampf sowas bekommen, dann, ey Leute, dann grind ich hier off-cam sowas von rein. Na, Heilung ist halt todesstrong. Erhöht die Effektivität von Heilung, die Mario allgemein erhält. Ja, weiß ich jetzt nicht. Komm, dann lass uns mal. Wunderbar. Und steppen direkt weiter. Stimmt, die haben ja alle dann zwei. Lass mich ganz kurz durchgrinden, ich kümmere mich drum. Im Schnitt bitte ein bisschen Speed up hier, ein bisschen schneller und Musik unterlegen. Mach mal deinen Job hier. Okay, ich habe jetzt bei allen ein bisschen was reingeskillt. Tatsächlich. Die Effekte sind ein bisschen weird beschrieben. Aber okay. Du hast deine erste Erinnerung erhalten. Bob. Maximal verwirrt. Hier Erinnerung. Bob-Oms. Das lesen wir uns irgendwann mal durch. Also, nein, tu mal einen Scherz. So. Ist auch sehr lange gebraucht, tatsächlich. Nee, doch, ich kann es euch gerade. Komm, wir gehen mal kurz im Schnelldurchlauf durch. Da, Fertigkeiten. Mario hat. Also, Rabbit Mario macht allgemein mehr Schaden mit seiner Waffe. Das hat 2 gekostet. Peach macht mehr Schaden mit ihrer Waffe und kann länger gleiten. Rabbit Luigi macht mehr Schaden. Kostet 2. Rabbit Peach macht bessere kritische Treffer und kann länger fliegen, weil ich möchte unbedingt auf die Heilung. Luigi hat mehr Leben bekommen, weil er wenig hat tatsächlich. Und wir machen mehr kritische Treffer, also die Prozentchance steigt. Und bei Mario sind es auch die kritischen Treffer und da habe ich eigentlich nichts geändert. Okay. Speichert sehr oft. So, da müssen wir hin, Leute. Und das machen wir erst beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze heute und hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. In 2 Tagen. Morgen ist, glaube ich, erstmal ein anderes Video dran. Ne? Deswegen wünsche ich euch trotzdem noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.